Hallo meine Lieben und willkommen hier wieder zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht ja schon wieder am Titel, was es diesmal seit längerem mal wird. Und zwar wieder ein Food Haul. Das habe ich jetzt schon seit letztem Jahr nicht mehr gedreht. Aber jetzt, da ich ja gerade irgendwie schon sowas wie einen kleinen Einkauf für die nächste Woche schon mal gemacht habe, dachte ich mir natürlich, filme ich es heute auch mal wieder für euch ab. Also, ja, zeige ich einfach mal kurz den Einkauf. Ich habe diesmal keine Tüte oder sowas mitgenommen, sondern diesen Einkaufskorb. Und schon ein bisschen heavy. Also, zeige ich euch einfach mal so jetzt, was ich da mitgenommen habe. Natürlich war ich ja auch nur beim Lidl unterwegs und habe mir dort so ein bisschen die Sachen geholt gehabt. Da es ja, wie ich schon öfters mal gesagt habe, hier gleich vor der Tür ist und ich kann da gleich immer eher die Sachen holen. Weil wenn ich es von weiter weg hole, ist da ein bisschen blöd, wenn die tiefgekühlten Sachen ja schon irgendwie gleich so auftauen, dann ist schon blöd. Aber ja, ich lege jetzt einfach mal schnell los, denn ich bekomme schon ein klein wenig Hunger. Und ich mache hier auch schon mal, glaube ich, lieber ganz kurz den Backofen an, denn gleich kommt da was rein. Und ich dann gleich essen werde. Als erstes, was ich hier raushole, ist eine vorgereifte Avocado. Denn das war auch gerade im Angebot und da gab es auch eigentlich so einen Coupon in der Lidl Plus App für 30% günstiger, irgendwie sowas. Und ja, da habe ich mir hier wieder eine Avocado geholt gehabt. Ich will mir mal wieder dann auch die Guacamole wieder machen. Dann einmal, weil ich ja jetzt wieder ein bisschen in die Diät gehe, also ein bisschen weniger essen und ein bisschen mehr auf die Eiweiße und Kohlenhydrate und sowas alles achten will, habe ich hier jetzt wieder mal das fettarme Joghurt mit 1,5% Fett eher geholt gehabt, anstatt, ja, ist mir auch meistens viel lieber, so spart man sich ein bisschen was an Kalorien. Und dann noch das Skyr mit 55 Gramm Eiweiß. Sind auch immer ganz super, um sich dann irgendwie so Joghurt-Bowls oder irgendwie sowas zu machen. Dann habe ich hier auch wieder einmal eine Joghurtzeugnis. Also die Eigenmarke von Lidl wieder. Milvona, das High Protein Joghurt und noch eine Quarkcreme. Ihr kennt sie ja eigentlich ja schon, so schon von mir, da ich die ja immer so kaufen werde, wenn ich ein bisschen so auf die Proteine achten will, aber nicht immer so das Eiweißpulver und sonstiges nehmen will. Also habe ich die hier jetzt mal wieder mitgenommen. Dann habe ich ja auch zweimal das High Protein Drink Kakao mitgenommen. Das wollte ich irgendwie jetzt auch mal wieder probieren und 35 Protein, also 30 Gramm Protein ist ja auch nicht schlecht und im Geschmack Kakao geht immer. Dann, weil ich ja auch gerade fast nichts mehr so an Brot oder Toast hier gerade zu Hause habe, habe ich hier wieder das Vollkorntoast mitgenommen von Gräfschafter oder wie man es auch immer ausspricht, in Vollkorn wie immer, denn das ist so immer das, was ich eher mehr gerne esse. Dann habe ich mir hier auch mal so die vegetarischen oder eher veganen Maultaschen mitgenommen von Vimondo. Von denen habe ich bis jetzt schon ein bisschen was ausprobiert. Finde ich auch sehr, sehr gut. Auch eine bessere Alternative als zu den Sachen, dass man so isst, also was mit Fleisch und sowas alles enthalten ist. Dachte ich mir, nehme ich die hier mal mit und esse die mal irgendwie so angebraten mit irgendetwas. Ist auch bestimmt sehr, sehr lecker. Dann habe ich mir einmal diese Tiefkühltüte hier durch Paella geholt gehabt. Also wer es ein bisschen sich leichter machen will und nicht immer alles einzeln auch kochen will, holt sich lieber halt sowas. Also für abends ist es meistens etwas schneller und wenn man nicht da allzu viel Zeit hat und Zeit in der Küche investieren will, finde ich die hier eigentlich auch sehr, sehr gut. Schmecken auch sehr, sehr lecker und habe ich mir die Paella hier geholt gehabt. Und noch eine Tiefkühlsache, die kennt ihr auch so schon von mir. Das ist ja die Pasta Arrabbiata. Finde ich auch immer wieder mega lecker. Ich esse ja immer mit Hackfleisch, also habe ich das ja auch mal wieder mit, dass ich so zusammen esse. Da
gestern habe ich hier einen Nachschub an Reis geholt. Ich habe mir jetzt die hier mit den aus den Tüten geholt, anstatt jetzt so immer das normale, was man so im Wasser aufkocht, weil es so irgendwie besser ist und man kann es dann auch besser portionieren, so für mehrere Tage dann auch. Ja, das hier ist Gonsan Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel. Ja, ist eigentlich auch ganz gut so mit dem Beutel und man kann es dann auch immer schneller rausholen. Dann gibt es hier auch mal wieder die so die Aufbackbrötchen von Grafschafter oder Gräfschafter, die unsere besten Bauernbrötchen esse ich meistens auch ganz gerne und ja, so aufgewärmt im nach dem Backofen sind sie immer echt gut zum Essen. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz das hier. Ich habe mir hier das Rustipani dunkles Ofenbrot Pils Trio geholt. Das ist anscheinend neu. Habe ich da noch bis jetzt noch nicht wirklich gesehen gehabt. Und es ist vegan. Also werde ich das eigentlich auch schon mal gleich probieren. Deswegen ist auch schon gerade der Ofen an. Und ja, das werde ich dann mir gleich in den Ofen reinstecken, denn ich bekomme schon ein klein wenig Hunger und ja, ein bisschen Appetit. Ja, das werde ich mir dann gleich zum Essen machen. Dann habe ich jetzt zweimal Käse Light geholt. Also Käseaufschnitt, der leichte, ist immer gut, wenn man sich ein bisschen mehr an Fett sparen will, an Käse oder sowas, eher gesagt an Brot belegen. Habe ich mir halt eben wieder eher dieses Käse geholt gehabt, anstatt was ich sonst meistens eher essen würde, und zwar Butterkäse oder Gouda-Käse. Ja, hol ich mir lieber die hier. Dann habe ich mir auch noch einmal hier Salami geholt gehabt, also das leichte Geflügel-Salami. Finde ich auch mega lecker. Muss ja auch nicht immer das Schweine-Salami sein, denn das finde ich auch genauso gut und ja, weniger Fett und passt auch dann ganz gut in die Diät rein. Dann habe ich hier einmal, wie ich auch schon vorher gesagt habe, wie ich gerne die Arrabbiata esse, mit Hackfleisch, aber gemischt und mit etwas weniger Fettanteil. Und dann noch hier meistens ja auch noch das Hähnchen geschnetzeltes, womit ich es dann meistens mit Reis oder normalen Nudeln so essen würde. Ja, somit ist dann auch schon gleich der Food Hall leer, aber ich habe noch natürlich noch Wasser mitgenommen, das musste ja auch jetzt wieder mit, weil sonst hätte ich jetzt gleich gar nichts mehr da, bis Mama kommen würde wieder. Einmal, zweimal und dreimal sind die Flaschen von Vittel. Trinke ich meistens auch sehr, sehr gerne, nicht nur immer die von Saskia. ja, drei Flaschen reichen erstmal, denn allzu viel. Und wenn ich gerade ja noch wieder alleine hier zu Hause bin, ist auch ein bisschen schwer. Sonst hätte ich eigentlich auch meinen Vater fragen können, ob er kurz mit mir hingehen könnte und das mit mir tragen könnte. Aber ja, diesmal habe ich es halt so gemacht und drei Flaschen Wasser mitgenommen. Ja, also somit ist eigentlich so der Haul für heute erledigt. Das war sozusagen jetzt alles, was ich mitgenommen habe, so schon für die nächste Woche, wenn ich dann wieder anfange, ein bisschen weniger zu essen und so ein bisschen wieder in Shape kommen will für das ganze Jahr. Und vor allem, wenn wir ja dann bald in Portugal sind, ja, will ich schon mal ein bisschen, bisschen fit dafür sein natürlich. Ja, also, ich hoffe, euch hat dieser Haul hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich versuche dann dieses Jahr mehrere Male so Food Hauls zu machen. Also vor allem dann, wenn ich dann auch in Portugal bin, eher gesagt in Madeira. Vielleicht gefällt es euch auch so dort die Food Hauls. Ich hoffe mal ja. ja, wie gesagt, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Und deswegen klickt euch gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, noch die Glocke daneben noch zu aktivieren. Wir wollen ja ein bisschen den YouTube-Algorithmus hier ja ein bisschen verbessern, also aktiviert gerne das alles und schreibt mir auch gerne unten irgendwas in die Kommentare, was ihr vielleicht so eher mehr für zu Hause immer brauchen würdet zum Essen. Ja. Ich würde mich sehr darüber freuen und an sich könnt ihr euch auch gerne
auf Instagram oder TikTok vorbeiklicken. Dort versuche ich hin und wieder mal was zu posten, auf jeden Fall. Auf Instagram will ich immer jetzt ein bisschen mehr aktiver sein, jetzt für euch, vor allem bevor ich ja weggehe. Ja, also dann schaut da auf jeden Fall gerne rein. Also würde ich schon mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye, Leute!